Ja, liebe Medienvertreter, einen schönen guten Abend und herzlich willkommen zur abschließenden Pressekonferenz nach dem Heimspiel der Adler gegen die Kölner Haie. Ich begrüße natürlich auch beide Cheftrainer Corey Clouston auf Seiten der Gäste und Sean Simpson auf Seiten der Adler. Und dann bitte ich Herr Clouston um sein Statement. I thought we got off to a pretty good start. You know, the first 2-3 shifts, we did a lot of good things. We broke the puck out well. We scored what we thought was a goal. And then when it was disallowed, that kind of took the wind out of our sails. And I thought Mannheim gained some momentum on that. There was some back and forth in that period. Second period, we were better and capitalized on a couple of chances. We were opportunistic. Obviously, our goaltending was huge for us to give us that opportunity to even have the lead. And then we fell into the same situation we did last night. We played kind of not to lose instead of playing to win. We sat back and they came out and had an excellent period, pushed the pace, and we didn't respond the way we needed to. Unfortunately, we got some great goaltending. Our penalty kill was, you know, stepped up for us, but we're going to need more of a solid 60-minute effort. I thought Mannheim did a real good job of just making us defend and pushing the play of the game in the third period. And fortunately for us, we were able to hang on. Thank you, Mr. Clouston. Ich darf das kurz zusammenfassen. Er sagt, seine Mannschaft hatte heute einen guten Start. Sie haben auch das Tor geschossen. Das hat dann leider nicht gezählt. Dadurch haben sie ein bisschen den Wind aus den Segeln bekommen. Mannheim wurde dann besser im zweiten Drittel. Ja, hat Mannheim gedrückt, beziehungsweise sie sind auch immer besser ins Spiel gekommen, haben dann die zwei Tore gemacht. Und im letzten Drittel war es eine ähnliche Situation. Mannheim hat immer wieder den Druck aufrechterhalten, aber nicht das Tor geschossen. Sie konnten sich auf ihren Torhüter verlassen, auf die gute Defensive. Und sie müssen konstanter spielen. Sean, dein Statement bitte. Dankeschön. Congratulation zu der Kölner Mannschaft für den Sieg. Von unserer Seite aus, wir sind natürlich sehr enttäuscht mit dem ersten Wochenende. Zwei Niederlagen. Aber ich muss sagen, zu beiden Niederlagen, es war sehr knapp. Es könnte auch die andere Richtung gehen. Heute Abend Spiel. Glaube, die erste Drill war ziemlich ausgeglichen. Zweite Drill haben wir, wir waren ein Tick besser und das Spiel war für uns entscheidend in 4 Einsatz. In der zweiten Drill wir haben ein Powerplay gehabt, das hat nicht funktioniert. Und der Einsatz nachher war 1-0 und direkt nachher 2-0. So in einer sehr kurzen Zeit hat die Entscheidung gefallen in dem Spiel. Ich war stolz auf die Mannschaft, dass wir nicht abgegeben haben. Wir haben in der letzten Drittel alles gemacht, aber leider konnten wir kein Tor schießen. Der Goalie war sehr stark vom Cologne und auch die defensive Arbeit von der Haie war sehr stark auch. So wie gesagt, wir müssen lernen von diesem Wochenende. Es ist sicher nicht alles negativ, die Results sind sicher nicht optimal, aber wie wir spielen, ist sicher nicht alles negativ, aber wir müssen, wie gesagt, lernen und bereit sein für nächste Wochenende. Danke. Danke schon. Dann darf ich jetzt die Medienvertreter um ihre Fragen bitten. Sean, ihr hattet 5 Powerplays, habt dort kein Tor gemacht. Würdest du sagen, der Grund dafür ist auch, dass euch natürlich gerade im Powerplay Schlüsselspieler gefehlt haben, nicht nur die Verletzten, sondern auch in 2 Powerplays, die 10 Minuten dann draußen gesessen haben? Ja, es ist sicher ein Faktor, dass wir diese Spieler fehlt. Aber ich wollte es nicht als eine Ausrede nutzen. Wir haben eine gute Mannschaft auch ohne diese 4 Spieler. Sicher, sie könnte vielleicht einen Unterschied machen in Powerplay, aber der Powerplay muss besser sein. Penalty Killing von der Haie war sehr stark, aber unser Powerplay muss einen Weg finden, die Entscheidung zu machen. Und das war sicher nicht der Fall heute. Weitere Fragen? Das ist nicht der Fall. Dann an dieser Stelle noch der Hinweis auf das nächste Heimspiel. Das ist bereits am kommenden Freitag, 23.09. 19.30 Uhr geht es los gegen die Düsseldorfer EG. Unseren Gästen eine gute Heimfahrt, safe trip home. Und Ihnen noch einen schönen Sonntagabend und einen guten Start in die neue Woche. You